Einen wunderschönen guten Morgen. Da bin ich mal wieder, euer Udin. Es ist früh morgens, es ist immer noch heiß. Ich bin auch nur im Schlabberlook. Ich habe keinen Bock jetzt mehr gehabt, umzuziehen. Mein Stuhl ist gekommen. Gestern konnte ich gestern noch die Videos nicht machen. Da mache ich nochmal ein separates Video, warum Montag nicht kam. Ich war halt zu lange im Krankenhaus. Jetzt wollen wir davon erstmal ein Unboxing machen und danach noch ein Hardware-Video. Ich bin mal gespannt, ob der sich so schnell zusammenbauen lässt, weil die Bewertungen bei Amazon waren jetzt nicht so berauschend von dem Stuhl. Ich habe mir den Elite geholt von irgendwas wird mit M. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Den Elite MG 200. Der Ton ist auch ein bisschen doof, weil ich ohne Mikrofon jetzt gerade arbeite, weil mit dem Kabel, ich habe Angst, dass ich den durchtrenne. Das werde ich in der Aufnahme, in der Bearbeitung versuchen, so gut wie möglich auszugleichen. Aber bis jetzt habe ich es eigentlich relativ gut hingekriegt. Mal gucken. Oh Gott. Also es ist alles sehr gut verpackt. Ich habe auch der armen Postfrau geholfen, das hochzuschleppen, weil das einfach zu viel war und zu schwer. Ach du Scheiße, leck mir am Arsch. Also alleine die Armstützen haben schon Gewicht und die sind aus Metall. Sieht man das? So, das stellen wir mal dahin. Der Fuß. Hier ist noch was. Oh. Irgendein Karton. Hoppala. Jetzt ist die Kamera verschoben. Der Sitz. Ich habe mir einen weiß-schwarz geholt, weil die anderen Farben hätten nicht zur Wohnung gepasst. Und schwarz-blau, was ich gerne gehabt hätte, das war, blau war so ein bisschen aqua und nicht so ein schönes dunkles Playstation-blau. Sonst hätte ich blau genommen. Und die Lehne haben wir hier auch nochmal. So. Das war's. Mehr haben wir jetzt hier nicht. Jetzt gucken wir hier noch hin. Also verpackt muss ich sagen, war wirklich gut. Weil einer bei Amazon auch geschrieben hatte, sein Sitz hatte ein Loch oder irgendwas dergleichen. Also kann ich jetzt nicht verstehen, weil das ist so gut verpackt. Also die Teile auch alle separat mit Luftpolsterfolie. Damit die sich, also nicht die Plaster- oder Metallteile hier, die Sitz- oder die Lehnfläche kaputt machen. So, dann haben wir einmal so ein Ding. Dann haben wir das für unten drunter. Aber das habe ich, also das war bei meinem so nicht dran. Lass uns mal überraschen. Ach, dann haben wir Plaste als Schutz. Oh, selbst die Rollen sind schwarz-weiß. Finde ich schick. So, dann haben wir hier noch für den Stuhl. Der ist bis 150 Kilo ausgelegt. Und da hoffe ich, dass ich, wenn ich den falsch belaste, dass der nicht gleich kaputt geht, so wie der andere. Oh. Ja, die Anleitung geht aber. Ja, das mache ich mit meinem Frauchen wieder zusammen. Also das ist nur so ein Zettel. Ein bisschen Skizze drauf. Dann nochmal Plaste. Plaste und Laste. Dann nochmal für die andere Seite. Und nochmal Plaste. Und. Oh Gott.
Können wir hier nochmal schrauben. Ich brauche nicht mal was raussuchen. Hier ist ein Imbo gleich mit bei. Aber für die Creme brauche ich wahrscheinlich einen Kreuzer. Oder? Ja, einen Kreuzer brauche ich auch noch für die Creme-Schäufchen. Ja. Dann würde ich sagen, dann wartet jetzt soweit. Es sind hier noch Teile von... Die Seiten auch aus Metall. Bin mal gespannt, ob wir das jetzt so einfach zusammenzubauen bekommen. Weil bei Amazon ja stand, ja, Anleitung scheiße und kriegt man nicht hin. Und das zum Verstellen soll zu nah am Sitz sein und so. Bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, ich mache jetzt gleich hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns gleich im nächsten Video, wo wir den ganzen Stuhl dann mal aufbauen. Und später werde ich dann auch ein Hardware-Check-Video machen, wenn ich den eine Weile benutzt habe. Und ein bisschen mehr dazu sagen kann, logischerweise. So, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Nicht vergessen, Glocke zu aktivieren, dass ihr benachrichtigt werdet. Zur Not könnt ihr auch meine App runterladen. Die geht aber nur für Android im Google Play, Odins Test. Die benachrichtigt euch auch, wenn ich ein Video habe. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.